Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Wärmer, es macht immer mal Sinn, wenn ein Abgeordneter selbst einen Blick in so eine Anfrage wirft und auch in die Antwort und das nicht nur dem Referenten überlässt, denn die Seitenzahl an sich sagt über die Qualität einer Antwort wenig aus. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein schafft, was die Landesregierung in NRW nicht hinbekommt, nämlich auf eine Anfrage zu den fiskalischen Lasten der Zuwanderung Zahlen zu liefern, die in Schleswig-Holstein also Fakten haben, statt Ausflüchte wie in NRW. Die Anfrage war vom 14.02. diesen Jahres. 6 statt 3 Monate hat sich die Landesregierung Zeit genommen. Das heißt, wir haben ihr selbstverständlich diese Zeit auch gegeben. Aber was kommt dann vielfach von Ihnen? Die Daten liegen uns nicht vor. Wir hielten das zunächst für ein Verständnisproblem und haben mit dem Hinweis auf die Antworten Ihrer Kollegen aus Schleswig-Holstein noch einmal nachgefragt. Aber Sie hatten offenbar alles richtig verstanden. Denn auch die Antworten auf unsere 3 kleinen nachgereichten Anfragen enthielten Informationen nach dem Motto, die Daten liegen der Landesregierung nicht vor. Entweder waren sie mangels Datenerhebung oder mangels Willen, nicht zu angemessenen Antworten zu bewegen. Beides ist eine Frechheit dem Bürger gegenüber. Glauben Sie nicht, der Bürger, also der Souverän, haben Antworten verdient, zum Beispiel auf ganz einfache Fragen wie, sind mehr Personalkosten in den Bereichen innerer Sicherheit oder der Justiz entstanden? Und wenn ja, wie hoch waren diese Mehrkosten? Oder wie hoch ist zum Beispiel die Summe für zusätzliche Investitionen oder für die Bildung von Rücklagen sowie die Summe aller konsumtiven Ausgaben über alle Ministerien? Hat der Steuerzahler nicht das Recht zu erfahren, mit welchen Mitteln die Bewältigung der Zuwanderung in NRW geregelt werden? Oder soll das lieber Ihr Geheimnis bleiben? Seien Sie sicher, wir werden an dieser Stelle nicht locker lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bolger-Demolzki.